So, Freunde, wir sind jetzt hier, ich weiß gar nicht genau wo, ja, ich weiß auch gar nicht, wie der Ort heißt, aber jetzt gibt es eine Runde Ziplining. Habe ich mal irgendwann, glaube ich, in der South Park-Folge gesehen, da haben die Jungs das gemacht. Ansonsten habe ich das in meinem Leben noch nie gemacht. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal Zipline war, aber soll scheinbar, ich dachte erst, das ist so, ja, man fährt gemütlich mit 30 km/h irgendwie da so einen Hang runter und aber scheinbar soll das wohl irgendwie 165 Meter über dem Boden sein und bis zu 120 km/h soll es abgehen. Ich habe natürlich meine Kamera, wie ihr seht, mit eingepackt und da schaue ich mir das natürlich genauer an, wenn ich in dem Ding drin sitze. Und ich gucke nochmal hier ein bisschen Earth Porn, ja, mit diesem wunderschönen Berg hier im Hintergrund. Ich habe auch keine Ahnung, wie er heißt. Er soll, glaube ich, 1800 Meter hoch sein. Also von der Landschaft her richtig nice hier. So, und wir fahren jetzt sofort mit dem Bus nach oben. Mal gucken, wie die Aussicht ist und vielleicht, wenn der Wind nicht zu laut ist, sage ich auch nochmal ein bisschen was. Oh. Sind jetzt oben, ich habe jetzt das Ding hier schon an. Ja, da geht es jetzt gleich runter. Das sieht man auch schon schön. Hier hängen wir uns jetzt gleich selber ein mit diesen Dingern hier. Und dann gucken wir mal, wie schnell das wird. Die Lampe ist grün. Kamera festhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Abgefahren! Oh, Scheiße! Oh, leck mich am Arsch! Oh. Ich glaube, jetzt ist es mal, ich versuche ein bisschen gegen den Wind anzureden. Es wird wahrscheinlich mega laut sein, aber Alter, es ist sowas von hoch. Und wenn man weiß, dass man sagt, dass das Leben von einem nur an diesen gelben Fäden hier hängt, der Wahnsinn. Alter, wie hoch das ist. Guckt euch das mal an. Oh. Und jetzt sind es, glaube ich, nur noch 30 Meter, 20 Meter, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall mega abgefahren. Oh. So, das war jetzt erstmal nur die erste Passage, sag ich mal. Die zweite geht jetzt, glaube ich, mit bis zu 120 Stundenkilometern. Vor allen Dingen musste ich meine Mütze abnehmen, ja. Wenn die gewusst hätten, dass mir tausende von Zuschauern zuschauen, ja, und ich aussehe wie so ein Volldulli. Oh, nicht so viel. Jetzt pass auf. Jetzt muss man hier nämlich mit dem Fuß so dagegen stoßen. Und stopp, 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 stopp. Oh, okay, ich habe angehalten. Ja, Moment, Moment, Moment. Das war, Alter! 120 km/h! Eieieiei! Und da ist jetzt auch schon das Ende! Oh! Junge, Junge, Junge! Boah, es hat schon ein bisschen Laune gemacht, muss ich sagen. Also, puh! Oh, ich bin, Alter, voll den Druck auf vor Ohren. Boah, ich sag's euch. Das war geil, das war geil. Es ist, man fährt erst eine halbe Stunde mit dem Bus hoch und dann hängt man sich ein und dann geht's erst los. Also, es ist innerhalb von 5 Minuten ist das vorbei, dann war es das mit dem Thema. Aber ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Die zweite Dings, die ich glaube ich nicht ganz drauf hatte, waren die 120 km/h. Das war halt schon echt krass, also wirklich krass. Und da muss ich sagen, lohnt sich. Also wer mal die Möglichkeit hat zu ziplinen, sollte man machen.